Wie ihr alle mitbekommen habt, ist es im Moment bei uns in Deutschland und natürlich auch bei uns hier in der Region sehr trocken. Das heißt, die Gefahr von Waldbränden ist sehr hoch. Und eben haben wir gesehen, dass ein Passant hier vorbeigekommen ist, eine Glasflasche in den Wald geworfen hat und auch noch den roten Verkehrsleitkegel umgeworfen hat. Und das kann sehr fatal sein für uns Feuerwehr, weil diese Kegel sind für uns Wegweiser. Und wenn die rumgedreht werden, kann es sein, dass wir im Brandfall in die komplett andere Richtung fahren und eben den Brandort nicht schnell genug zum Beispiel erreichen können. Deswegen, wenn ihr solche Kegel im Wald seht, lasst sie einfach in der Richtung liegen und geht einfach weiter. Und schmeißt natürlich keinen Müll oder sonstige Sachen, vor allem Glasflaschen, in den Wald. Das mit dem Kegel war natürlich nicht nur die einzige Regel, die ihr im Wald befolgen müsst, wenn ihr jetzt Spaziergänge oder sonstiges im Wald macht. Wenn ihr im Wald seid, bitte bleibt auf den Waldwegen, schmeißt keinen Müll in den Wald, vor allem keine Glasflaschen. Und wenn ihr Raucher seid, schmeißt eure Zigarettenstummel nicht wahllos in den Wald, weil all das kann zu einem Waldbrand führen. Des Weiteren, grillt bitte nicht im Wald oder campt im Wald. Und natürlich, offenes Feuer ist auch verboten. Des Weiteren könnt ihr dazu beitragen, Brände frühzeitig zu entdecken. Wenn ihr im Wald unterwegs seid, Rauch bemerkt, Feuerschein seht oder auch direkt das Feuer wahrnehmt, ruft die 112 und meldet, wo ihr seid, dass der Waldbrand oder der Entstehungsbrand hoffentlich noch sofort unterbunden werden kann und dass es nicht zu größeren Bränden kommt. Und natürlich gilt auch, wenn ihr den Wald besucht und mit eurem Auto anreist, bitte stellt euch auf ausgewiesene Parkflächen oder Parkplätze, weil die Zufahrtswege sollten für die Feuerwehr oder auch für den Forst nicht versperrt sein, dass wir jederzeit in den Wald können, um eben Waldbrände zu löschen oder eben vorzubeugen. Und das hier gehört nicht in den Wald, sondern in den Pfandautomaten.